Im Zuge der 15. Gumball 3000 Rally, einem mehr oder weniger illegalen Straßenrennen, verschlug es nicht nur zahlreiche schnelle und teure Autos nach Wien, sondern auch einige berühmte Persönlichkeiten. Der absolute Megastar darunter war am vergangenen Donnerstag der Hoff, David Hasselhoff, der ja im Juli zu uns an den Traunsee kommen wird. Wir konnten Mr. Knight Rider für ein Interview vor die Linse bitten. Wie fühlt es sich an, nach Österreich zu kommen und ein absoluter Superstar zu sein? Es fühlt sich großartig an, hierher zurückzukehren. Meine ganze Musikkarriere hat hier begonnen, damals 1987 in Wiener Neustadt. Als ich heute über die Grenze gefahren bin, war es unglaublich. Ich las auf den Schildern Linz und Graz und dachte mir, oh Baby, das ist einfach großartig. Ich bin zurück, fliege mit meinem Audi R8 geradezu über die Straßen. Das ist wie im Himmel. Und wir fuhren dann in die Stadt hinein und ich sagte zu meiner Freundin, jetzt sind wir in der elegantesten und schönsten Stadt der Welt. Das hier nenne ich mein Zuhause. Es fühlt sich an wie Heimkommen. Und dann plötzlich, boom, oh nein, die Polizei. Also fahre ich rechts ran und sage, hey Leute. Und er sagt, hi. Ich sage, kann ich eine Eskorte zu meinem Hotel haben? Und er sagt darauf, wir wollen nur ein Foto. Und ich meinte, Eskorte, dann Foto. Und er sagte, auf geht's. Also habe ich ein Foto mit ihm gemacht und er machte seine Sirene an und wir sind wie die Hölle durch die Stadt gefahren. Ich bin ihnen gefolgt und ich glaube, sie haben den langen Weg durch die Stadt gewählt, nur um einfach Spaß zu haben. Ich durfte also eine Spritzfahrt durch Wien machen mit angehaltenem Verkehr, einfach nur der Polizei hinterher. Was für ein Traum. Following the police, holding traffic in Vienna. That what a kid's dream. Du kommst ja bald nach Gmunden. Wie sehr freust du dich auf diese Konzertreihe? I'm very excited. It's the very first Hoff Festival. I always said I've kept everything. Ich freue mich schon sehr darauf. Es wird das allererste Hoff-Festival. Ich habe alles aufgehoben, was ich habe. Ich habe so viele Plakate, alle möglichen Erinnerungsstücke von Baywatch, Knight Rider und den Bühnenauftritten, die ich gemacht habe. Und ich wollte mir das alles aufheben, weil ich mir dachte, es kommt entweder eine Beerdigung oder ein Festival, was auch immer zuerst kommt. Also bis jetzt schaut es mit dem Festival ganz gut aus. Ich werde für 3 Tage dort sein, am Tag nach meinem Geburtstag, der am 17. Juli ist. Dann werde ich proben und es ist etwas für jeden dabei. Wir haben eine Intimate Show, was etwas für Erwachsene und die Leute ist, die David Hasselhoff wirklich singen hören wollen. Mit Material, für das ich hart geprobt habe, vom Broadway und West End und aus einem großen Musical, in dem ich mitgemacht habe, Jekyll and Hyde. Und dann haben wir etwas, das richtig Spaß macht für die Jungs und Ladies. Wir machen einen großen Baywatch Beach Bash-Wettbewerb, der richtig cool wird. Und dann machen wir noch ein großes Open-Air-Party-Konzert im Hoff-Style. Wir werden alle Hits spielen und vieles aus den 80ern und 90ern. Das scheint wieder in Mode zu sein und dafür bereite ich gerade ein ganz großes Medley aus den 80ern und 90ern vor. Back in style, and I'm working up a whole big medley of the 80s and 90s right now. Du hast schon mit den ganz großen Stars und Riesenpromotern auf der ganzen Welt gearbeitet. Wie fühlt es sich für dich an, jetzt mit Flo und Robert zu arbeiten und Veranstaltungen dieser Art zu machen? Weißt du, solange die Promoter und mein Management eine Beziehung zu mir haben, auf einer positiven Ebene ist es egal. Ich ziehe es vor, mit Leuten zu arbeiten, die ich kennenlernen kann und die Herz haben. Ich arbeite mit meiner Managerin Nicole Hoffmann schon seit 20 Jahren zusammen und ich weiß einfach, wenn ich etwas mit ihnen mache, werden sie eine tolle Show auf die Beine stellen. Wenn ich zum Beispiel in die Stadt komme und ihnen sagen will, was gemacht werden muss, ist es bereits erledigt und das ist einfach unglaublich. Diese Leute verstehen einfach, worum es geht und sind super positiv und ich hoffe, das ist das erste Hoff-Festival, das die ganze Welt erobern wird. They're super positive and I hope this will be the first Hoff Festival that we'll take all over the world. I'm David Hasselhoff. Don't miss the very first Hoff Festival. We're gonna go Hoff crazy. We're gonna go Hoff nuts. We're gonna go Hoff the charts. Now go to www.floro.at for information. 3 days, 3 amazing events, 1 outdoor concert, unbelievable. Lots of 80s and 90s songs and all my hits. 1 day with the Baywatch girls doing a big Baywatch beach blast Baywatch contest and 1 very intimate romantic set with some of the people maybe my age. So if you'd like to come out, we got something for everybody. It's in Gmunden. It's a beautiful place and believe me, it's going to be to Hoffinity and beyond.